Bayer. Ihre beiden Hauptthemen sind die Mitarbeiterbindung und die Bankenunabhängigkeit. Warum sehen Sie diese beiden Bereiche als so wichtig an? Ich sehe sie deshalb also wichtig an, weil ich glaube, das sind die wichtigsten strategischen Herausforderungen, die wir die nächsten Jahre haben werden. Bankenunabhängigkeit einerseits ist nicht nur angesichts der derzeitigen Finanzmarktsituation so wichtig, sondern aus verschiedenen anderen Gründen einfach unabhängig zu bleiben. Und das Thema Mitarbeiterbindung, Fachkräftegewinnung ist ein Thema, das eigentlich jetzt schon jeden Unternehmer bewegt, unabhängig der Branche, unabhängig der regionalen Ansiedlung. Es geht immer darum, Fachkräfte gewinnen, Mitarbeiter binden und halten, als eines der wirklich wichtigen strategischen Themen. Und da bin ich eigentlich wirklich zutiefst überzeugt, dass es auch die nächsten Jahre beide Themen immer wichtiger werden. Und zur Erreichung dieser beiden strategischen Ziele empfehlen Sie die Unternehmenskasse. Ist das richtig? Ja, genau. Die Unternehmenskasse ist ein Instrument mit Sicherheit natürlich in den Instrumentenpool, aber es ist ein Instrument, das beide Ziele gleichermaßen erfüllt, das sowohl dem Thema Bankenunabhängigkeit als originäres Ziel entgegenkommt und natürlich auch gerade dem Ziel Mitarbeiterbindung, Fachkräftebindung durch die hohe Effizienz, die dieses Instrument hat. Erklären Sie uns doch bitte die Funktionsweise der Unternehmenskasse. Ja, die Funktionsweise der Unternehmenskasse oder auch pauschalodierte Unterstützungskasse, wie heißt, ist im Prinzip ganz einfach. Und am leichtesten ist vielleicht, wenn man es mit einem klassischen Versicherungssystem vergleicht. In einem klassischen Versicherungssystem käme heutzutage betriebliche Altersversorgung, und im Kern ist es ja betriebliche Altersversorgung, als Entgeltumwandlung. Entgeltumwandlung ist ganz einfach, der Mitarbeiter sagt, lieber Chef, ich verzichte am nächsten Monat auf 100 Euro zugunsten meiner betrieblichen Altersversorgung. Die 100 Euro werden nicht versteuert, die werden nicht verbeitragt. Und die 100 Euro fließen an eine Versicherung ab. Der Arbeitgeber überweist die an eine Versicherungsgesellschaft. In dem Moment passieren zwei Dinge. Das Geld ist unwiederbringlich, unwiderruflich weg. Der Arbeitgeber kommt nicht mehr an die 100 Euro ran, egal was passiert im Regelfall. Das ist für einen Arbeitgeber nicht besonders attraktiv, aber er würde auch nicht drankommen, wenn er das Gehalt bezahlt hätte. Das Problem ist, für die 100 Euro haftet er. Also die Liquidität ist abgeflossen, die Haftung, die ist noch beim Unternehmer. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich das ganz große Problem. Für Mitarbeiter ist das Ganze nicht besonders attraktiv. Mit der Unternehmenskasse machen wir was Ähnliches. Der Mitarbeiter verzichtet auch auf 100 Euro. Das Geld fließt aber nicht ab. Das Geld bleibt im Unternehmen. Der Arbeitgeber kann mit diesem Geld arbeiten und kann mit diesem Geld wirtschaften. Das ist schon mal ganz wichtiger und ganz elementarer Unterschied. Warum macht der Mitarbeiter das? Ganz einfach, weil der Arbeitgeber Verzinsung verspricht. 2,5%. Was er eben als richtig und als fair anerkennt. Und der Mitarbeiter macht es, weil er für den natürlich hochattraktiv ist. Der erste Euro verzinst sich bereits, und zwar in einem Verzins, der deutlich höher ist als bei einer Versicherungsgesellschaft. Und wenn man das mal sieht, dann hat der Arbeitgeber wirtschaftlich ein langfristiges Darlehen über Zeit von 20, 30, 40 Jahre, extrem zinsgünstiges Darlehen, 2,5%, ein absolut sicherheitenfreies Darlehen. Der Arbeitnehmer braucht keine Sicherheiten, weil er hat einen hundertprozentigen Schutz durch den Pensionssicherungsverein, durch den PSV, per Gesetz. Und er hat ein Darlehen zur freien Verfügung. Und da ist eigentlich der unwahrscheinliche liquiditätsmäßige Gestaltungsspielraum drin. Das klingt ja spannend und dürfte für die meisten Unternehmer mehr als interessant sein. Ja, das ist es auch. Und wenn ein Unternehmer erst einmal die Spielwiese erkannt hat und die Gestaltungsmöglichkeiten erkannt hat und mit dem ganzen Instrumentarium wirklich spielt, das Interessante ist, er kann es wirklich auf seine Bedürfnisse einstellen und an seine Bedürfnisse anpassen. Zum Beispiel eine Arbeitgeberförderung. Die Arbeitgeberförderung abhängig von, abhängig zum Beispiel von Mitarbeitergruppen. Ingenieure oder Techniker, einfach einen höheren Zuschuss, Mitarbeiter, die noch wichtiger sind, die er noch besser binden muss. Und der Zuschuss ist deshalb so leicht, weil der Zuschuss ist erstmal nur ein Versprechen. Es fließt auch nichts aus dem Unternehmen ab. Ganz im Gegenteil, das führt betrieblich, steuerlich zu Aufwand. Aufwand führt zu Steuersparnissen, zu Steuerrückflüssen und der Unternehmer kann damit arbeiten und kann den Arbeitgeberzuschuss letztendlich leicht leisten. Eine Frage dann auch noch, wie nutzen die Unternehmer dann diese zusätzliche Liquidität?
Ja, wie die freie Liquidität genutzt wird, das ist unterschiedlich. Wenn Sie sich vorstellen, der Arbeitgeber hat praktisch ein Darlehen für 2,5%, dann ist ja die einzige Anforderung, was wirklich wichtig ist, auf was der Arbeitgeber aufpassen muss, er muss dann wenigstens 2,5% erwirtschaften. Die einen Unternehmer gehen her, zahlen in der Regel erstmal den Kontokorrent-Kredit zurück. Kontokorrent hat Zinsen von 8, 9, teilweise 10% oder mehr. Wenn er sich Zinsen von 8, 9 oder 10% spart, nur 2,5% zahlt, ist das natürlich hoch interessant. Ist der Kontokorrent-Kredit getilgt, wird man vielleicht an eine Bankdarlehen drangehen oder andere Verbindlichkeiten, auch Leasing, solche Dinge, die auch eigentlich teuer oder häufig teuer verzinst sind, auch diese ablösen. Ja, und wenn das Unternehmen schuldenfrei ist, wird er irgendwann hergehen, wenn er keine Investitionsmöglichkeit hat, das einfach frei am Kapitalmarkt anlegen. Aber selbst dann hat er eine Liquiditätsreserve, selbst dann kann er wieder an das Geld ran, wenn er es mal bräuchte, in einem Notfall oder was auch immer, kann das Geld liquidieren, kann es verflüssigen, kann damit arbeiten, und das ist ganz ein wesentlicher Unterschied zu dem, was man in der Versicherung kennt. Sehr schön. Und wenn sich jetzt ein Unternehmen dafür interessiert, was wäre jetzt der nächste Schritt? Der nächste Schritt, das Ganze ist ja kein Standardmodell. Das Ganze ist ein betriebswirtschaftliches Konzept, ein System, was man auf den einzelnen Unternehmer zuschneiden muss, speziell konzipieren. Auf seine spezifischen Anforderungen und auf seine jeweilige Unternehmenssituation. Und der nächste oder erste Schritt wäre im Prinzip eine Potenzialanalyse, wo man wirklich die individuellen Möglichkeiten mal berechnet, analysiert, was bedeutet es im Hinblick auf Mitarbeiterbindung, was bedeutet es im Hinblick auf Innenfinanzierung, auf Liquidität und letztendlich auch, was kostet es, das Ganze auszufinanzieren, welcher Zins wäre benötigt. Und das erfährt der Unternehmer in der Potenzialanalyse. Schön, vielen Dank, Herr Bayer, für das Interview.